Hunger hatte und betteln musste, um was zu essen zu kriegen, was ich mit meinem Bruder gemacht habe. Also betteln gegangen, Lieder gesungen bei den Leuten, in diesem Fall bei Polen, nachdem wir den Krieg verloren hatten, da hinzugehen zu den Leuten und haben die Hand ausgestreckt. Ja, das heißt, wir hatten Hunger, wir wollten was haben. Ne? Auch Leute angesprochen, ob sie irgendwas haben. Ne? Oder indem man geklaut hat, Kartoffeln geklaut, Ähren geklaut, aus Gemüse geklaut hat. Nicht? Das hat man ja selber gemacht, da weiß man, was Hunger ist. Und seitdem weiß man, was Hunger ist, und seitdem weiß man auch, wenn jemand Hunger hat, dass man ihn nicht hungern lassen sollte. Man lernt natürlich auch als der Schwächere immer viel Lügen. Ne? Und am besten ist es mit den Lügen, wenn man so lügt, dass man sie selber glaubt. Und dass man nach einer Weile dann nicht mehr weiß, ist das jetzt gelogen oder ist das jetzt tatsächlich so. Aber ich wollte nochmal auf diese Brotgeschichte zurückkommen und Suppe und Hilfe, ne? Wo wir ausgebombt waren und in Dresden ausgebombt waren nach diesen schrecklichen Angriffen, Fliegerangriffen, sind die ganzen Trecks aufs Dorf gekommen und man hat den Leuten, die Leute wurden verpflichtet, die Flüchtlinge aufzunehmen und ja, jeder musste irgendwelche Leute nehmen. Die reichen Bauern haben fast nie jemanden genommen. Die reichen Bauern kannten auch den Bürgermeister. Die armen Flüchtlinge, die kamen immer zu den armen Leuten, wurden bei den armen Leuten einevakuiert. Ne? Und diejenigen, die zwei Kinder hatten oder drei Kinder, die waren am schlechtesten dran. Die wollte natürlich keiner nehmen, weil du musstest die ja in irgendeiner Weise mit durchfüttern. Wer weiß, wie lange die blieben. Du musstest mit dem Bett, die hatten nichts, du hattest ja nichts dabei, null. Kein Bettdeck, nicht nur das, was du auf dem Leib trugst, vielleicht noch eine Tasche oder irgendwie einen Koffer. Ne? Wir landeten dann bei einer Familie, wo alle, sämtliche, ich weiß nicht, sechs oder acht Personen in einem Bett geschlafen haben, kreuz und quer. Ne? Da waren es die Ärmsten vom Dorf. Ne? Mit denen, das bleibt dann ja in Erinnerung, genauso wie einem der sozusagen der reiche Bauer mit dem großen Hof in Erinnerung bleibt, der sich irgendwie eine junge Frau ausgesucht hatte, die auch auf der Flucht war und gesagt hat, die kann dann bei ihm. Ne? Da haben die Älteren dann gesagt, Entschuldigung, ne? Peter Grohmann, guten Tag, wer ist da? Vorne dieses Gebäude war früher die Gewerkschaftsbank, die pleite gemacht hat. Ist nicht das einzige, also Bank für Gemeinwirtschaft, die dann von einer Heuschrecke übernommen wurde. Und dahinter ist sozusagen diese ganze evangelische, also auch im Hospitalviertel. Alles sehr rührige, bürgerschaftlich engagierte, offene Leute, wo man nicht mehr nach dem Gebetbuch gefragt wird oder nach dem
nach der Überzeugung, sondern einfach da. Wenn man sieht, wie man anderen Menschen Gewalt zufügt, wenn du siehst, wie durch Kriege oder durch Bomben Menschen sterben, zerfetzt werden, dann sind das ja auch Bilder, die einen bewegen, was man als Kind gesehen hat. Man hat auch das andere gesehen, sag ich mal, ein Bild, was mir in Erinnerung kommt, wo wir auf der Rückfahrt aus dem zerstörten Dresden nach Schlesien waren, nach Breslau waren und wir mit einem russischen Soldaten zurückgefahren sind auf dem Lastauto, als Flüchtlinge zurück in den Osten, wo dann irgendwie bei einer Pause der Soldat sein letztes Stück Brot aus dem Tuch schälte, es ist in vier Teile gemacht hat, meiner Mutter, meinem Bruder und mir einen Teil gegeben hat und selber sagt, das war das letzte Stück. Und morgen sieht man wieder weiter. Natürlich ist der Mensch ist nicht von Haus aus böse. Er wird durch die Gesellschaft, durch die Umstände, wird er erst böse gemacht. Er wird wie ein bissiger Hund, wie ein Hofhund, der an der Kette ist, wird er bissig gemacht, damit er niemanden auf den Hof lässt. Ne? Ich habe meinen Opa sterben sehen. Im Garten, das war sozusagen mein erster Toter. Ich dachte, der lebt noch, der hat bei uns immer im Garten geholfen. Irgendwie war es, glaube ich, 44 oder so. Da war ich gerade mal 7, 8 Jahre alt. Ne? Der Opa hatte ja sowas wie Berufsverbot, das gab es damals. Er war hoher Provinzialbeamter, früher in der Gewerkschaft, erst Gewerkschaftssekretär und dann aber in der Provinzialverwaltung in Schlesien. Vater war im Krieg, sowieso dann, ne? Kam irgendwie ein, zweimal zurück aus dem Krieg auf Heimaturlaub oder so. Und dann hat uns die Mutter erzogen. Und das musst du dir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wann er in Gefangenschaft kam, ich glaube 44 kam er in Gefangenschaft, 51 kam er zurück, da war ich gerade mal 14 Jahre alt. Nicht? Da hatte ich also 6, 8 Jahre den Vater überhaupt nicht. Ne? Die Mutter hat dann natürlich nach dem Krieg arbeiten müssen, Trümmer klopfen und so weiter. Und die ganze Familie war ja auch zerrissen durch diese Fluchten. Die waren ja in alle Welt zerstreut, wenn sie überhaupt noch gelebt haben. Und eigentlich hatte ich immer den Eindruck, man war als Kind, also in meinem Alter, in diesen schlimmen Jahren, war man schon ziemlich auf sich gestellt. Ich erinnere mich an Angst eigentlich nicht. Ich erinnere mich eher an Neugier. Also das, was man als Kind ja hat, wenn man irgendwo rumgestöbert hat in Ruinen und dann Waffen gefunden hat oder wenn man über die Felder gegangen ist, alte Schützengräben gefunden hat und plötzlich eine Leiche, einen deutschen Soldaten, der ein Gewehr noch in der Hand hatte. Ne? Erst nur weggerannt vor Angst von mir aus, ne? Aber dann ist man nach 2 oder 3 Tagen wieder hin und dann hat man mit einem Stock irgendwie versucht, das Gewehr wegzukriegen von ihm, damit man nicht zu lange, der hat ja schon gerochen, ja, das Gewehr dann hat. Und da hat man das Gewehr irgendwie mit Lappen angefasst und hat probiert, ob es noch schießt oder ob es verrostet war oder sonst was. Da hat man dann Angst gehabt, erwischt zu werden, das ist schon richtig. Ich erinnere mich noch mal gerne ans Klauen. Meine Mutter hat uns entweder die Kinder zur Ablenkung reingeschickt, so ein bisschen, ne? Irgendwas gemacht und dann hat sie irgendwo eine Wurst geklaut. Ne? Als meine erste Wurst, sind zwar alles unangenehme Geschichten, die man nicht so sagt, vor allem werden jetzt die Verwandtschaft sagen, man macht die eigene Mutter nicht schlecht oder so. Ne? Aber das war ja, das war nun wirklich Mundraub im besten Sinne. Kartoffeln klauen, auch nachts aufs Feld zu gehen, das machen heute nur Anthroposophen, bei Vollmond zu ernten. Die Leute haben damals bei Vollmond die Kartoffeln geholt und durfte es natürlich nicht erwischt werden. Man durfte Ähren lesen, wenn das Feld abgeerntet war, durftest du Ähren lesen. Also alles, was sozusagen nicht. Ja. Und dann konnten die Flüchtlinge kommen oder die Hungerleider und konnten das, was nicht aufgelesen wurde, auch noch. Ja. Und dann bist du durchsucht worden von den Leuten, von den Bauern oft. Und wehe, du hattest eine Schere dabei. Denn mit der Schere konntest du an das Feld, was noch nicht abgeerntet war, so ruckzuck, ne? Und die, so, durftest nicht die,
Und meine Mutter hatte die Schere immer im Schlüpfer. Denn da hat sie gesagt, da kommt mir keiner ran. An die Wäsche gehen sie dir nicht, nicht so weit gehen die nicht. Ne? Das hat mich auch sehr beeindruckt, wo man Dinge verstecken kann, wo man sich nicht dran traut. Ne?